Welcome back, my friends, to the show that never ends. I don't know who is reminding of this wonderful concert by Emerson, Lake and Palmer, but welcome to a new reading of a story out of The Merchant and the Parrot, written by Nosrat Pezeshkian. Yeah. And today I start with the English story, and it's coming out of the Bible, out of the Old Testament, and it's called Solomon's Judgment. Then two harlots came to the king and stood before him. The one woman said, "Oh my lord, this woman and I dwell in the same house, and I gave birth to a child while she was in the house. Then on the third day after I was delivered, this woman also gave birth, and we were alone. There was no one else with us in the house. And this woman's son died in the night because she lay on it. And she arose at midnight and took my son from beside me while your maidservant slept, and laid it in her bosom, and laid her dead son in my bosom. When I rose in the morning to nourish my child, behold, it was dead. But when I looked at it closely in the morning, behold, it was not the child that I had borne." But the other woman said, "No, the living child is mine, and the dead child is yours." The first said, "No, the dead child is yours, and the living child is mine." Thus they spoke before the king. Then the king said, "The one says, 'This is my son that is alive, and your son is dead.' And the other says, 'No, but your son is dead, but my son is the living one.' And the king said, 'Bring me a sword.' So a sword was brought before the king. And the king said, 'Divide the living child in two, and give half to the one and half to the other.' Then the woman whose son was alive said to the king, because her heart yearned for her son, 'O my lord, give her the living child, and by no means slay it.' But the other said, 'It shall be neither mine nor yours, divide it.' And then the king answered, 'Give the living child to the first woman, and by no means slay it. She is its mother.' And all Israel heard of the judgment which the king had rendered, and they stood in awe of the king, because they perceived that the wisdom of God was in him to render justice. Out of the first book of Kings, chapter 3, verses 16 to 28. And now in German. Das Salomonische Urteil. Zu der Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Und das eine Weib sprach: „Ach, mein Herr, ich und dies Weib wohnten in einem Hause und ich gebar bei ihr im Hause. Und über drei Tage, da ich geboren hatte, gebar sie auch. Und wir waren beieinander, dass kein Fremder mit uns war im Haus, nur wir beide. Und dieses Weibes Sohn starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, da deine Magd schlief, und legte ihn in ihren Arm. Und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. Und da ich des Morgens aufstand, meinen Sohn zu säugen, siehe, da war er tot. Aber morgen sah ich ihn genau an, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte." Das andere Weib sprach: „Nein, nein! Mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot." Jene aber sprach: „Nö, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt." Und redeten also vor dem König. Und der König sprach: „Diese spricht, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Jene spricht nicht, also dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt." Und der König sprach: „Holt mir ein Schwert her." Und da das Schwert vor den König gebracht ward, sprach der König: „Teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte."
Da sprach das Weib, dessen Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte über ihren Sohn. Ach, mein Herr, nein, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jener aber sprach, ja, es sei weder deins noch meins, lasst es teilen. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das Kind lebendig und tötet's nicht, die ist seine Mutter. Und das Urteil, das der König gefällt hatte, erscholl vor dem ganzen Israel. Und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Das ist im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, Verse 16 bis 28. Und Nossa Peseschkern schreibt dazu, das Alte Testament als eine der heiligen Schriften der Juden scheint zwar auf den ersten Blick eher eine Genealogie der Vorväter des alten Israel und ein interessantes Geschichtsbuch zu sein. Es enthält mit den beschriebenen Geschehnissen auch Gleichnisse und Parabeln, die über einen bloßen geschichtlichen Abriss oder eine Aufzählung moralisch-sittlicher Gebote hinausgehen. Jedes der überlieferten Geschehnisse ist in irgendeiner Weise auch für den heutigen Menschen belangvoll, belehrend und kann im Sinne einer Volkspsychotherapie wirksam werden. Ein Beispiel dafür ist das salomonische Urteil, das sehr modern anmutet und als Präzedenzfall für Scheidungsurteile und die Beschlüsse über das Sorgerecht für Kinder dienen könnte. Nicht derjenige, der auf eine strikte, blinde Einhaltung der Gerechtigkeit pocht, sondern derjenige, der bereit ist, zugunsten des Kindes bzw. des Partners Verzicht zu leisten, ist befähigt, das Sorgerecht auszuüben. In einer modernen Fassung hat Bertolt Brecht das Thema des salomonischen Urteils aufgegriffen. Er legt es nicht dem feudalen Herrscher Salomon in den Mund, sondern dem listigen Volksrichter Asdak. Auch verzichtet er auf das Schwert, sondern lässt beide Mütter um das Kind kämpfen, indem jeder auf ihrer Seite an ihm zerren soll. Was im salomonischen Urteil nur angedeutet ist und durch die Güte und Mütterlichkeit einer der streitenden Parteien verhindert wurde, nämlich die Teilung des Kindes, ist im Umfeld der Scheidung nicht selten im Erleben und Fühlen dieser Kinder bereits geschehen. Sie sind ein Herz und eine Seele mit ihrer Mutter, um dann, getrieben von einem Gerechtigkeitsbedürfnis oder Schuldgefühlen, wieder ganz für ihren Vater einzustehen. Sie sind innerlich zerrissen. Diese Beobachtungen regen zu einem Gedankenexperiment an. Das salomonische Urteil steht und fällt mit dem mütterlichen Herz und der Entsagungsfähigkeit der einen Frau. Wie hätte sich Salomon verhalten, wenn, wie wir es heute häufig beobachten können, beide Parteien unnachgiebig auf ihr Recht pochten, ohne Rücksicht auf das Wohl dessen, um den der Streit geführt wird? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und denkt da mal drüber nach, ob es solche Streitfälle in eurer Umgebung gibt oder vielleicht in eurem eigenen Leben. Und überlegt euch da einfach mal, was gibt es da für Möglichkeiten, wie ihr da reagieren könnt. Macht einfach mal so eine Ist-Soll-Wert-Analyse, indem ihr einfach ein Blatt in verschiedene Tabellen teilt und dann schreibt ihr hin, was ist passiert. In der zweiten Tabelle schreibt er daneben, wie habe ich reagiert oder wie hat die andere Person reagiert. Und in der dritten Tabelle schreibt er, so hätte man auch noch reagieren können. Und da kommt eine Menge an Hoffnungsvollem, an Möglichkeiten heraus. So, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei, The Merchant and the Parrot. Das wunderbare Werk von Nossa Peseschkern, das dieses Jahr im März 40 Jahre alt wird. Haha, ups, so. Also dann, bis später. Tschüss.